Im kleinen Foyer der Hannoverschen Volkshochschule hängen Porträts von 12 Transmenschen an ihrem Arbeitsplatz. Sie sind kaufmännische Angestellte, Pfleger, Historiker und vieles mehr. Der einzige Unterschied: Transmenschen können sich nicht mit dem eingetragenen Geschlecht in ihrer Geburtsurkunde identifizieren. Sie begreifen sich jenseits von gesellschaftlich anerkannten Geschlechtergrenzen. Einige Transmenschen gehen offen mit ihrer Geschlechtsidentität um. Andere haben Ängste, sich vor Kollegen zu outen. Ein Coming-out ist grundsätzlich immer mit Stress verbunden, immer mit dieser Angst davor, gerade im beruflichen Kontext den Job zu verlieren, eventuell in eine Position umverlegt zu werden, wenn man vorher Kundenkontakt hat, dass die Führungskräfte dann sagen, okay, wir wollen irgendwie nicht, dass eine Transperson mit Kunden, mit Kundschaft arbeitet. Wir verschieben dich mal irgendwie lieber so in den letzten Kopierraum, wo dich niemand sieht. Wenn solche Ängste schon konfrontiert werden können, gesagt werden kann, das musst du nicht befürchten, wir sind offen mit dem Thema, offen für das Thema, dann ist schon eine ganze Menge getan. Mit der Wanderausstellung Trans in der Arbeitswelt wollen Andersraum, das queere Zentrum in Hannover, in Kooperation mit der Landeshauptstadt einiges bewirken. Mehr Sichtbarkeit von Transpersonen in der Arbeitswelt schaffen und sie vor allem dazu ermutigen, offen mit ihrer Geschlechtsidentität umzugehen.